Hallo zurück. Neben mir sitzt jetzt Herr Christian Scholz. Er ist Moderator des GMK-Camps hier beim GMK-Forum hier heute in Nürnberg. Vielleicht stellen Sie sich einmal ganz kurz vor, denn wir haben Sie nur als Netzaktivisten kennengelernt, Herr Scholz. Was machen Sie beruflich? Also von Haus aus bin ich Informatiker, habe auch eine Firma in Aachen, die sich mit Webentwicklung beschäftigt, also Facebook-Apps oder auch iPhone-Sachen, generell halt Web-Themen. Und das mache ich so die meiste Zeit zumindest. Genau, sonst sind Sie im Netz ja sehr aktiv. Welche Foren besuchen Sie hauptsächlich und ja, wo sind Sie da besonders aktiv? Das ist eigentlich querbeet. Also wenn es was Neues gibt, dann probiere ich es meist aus. Habe mal eine Zeit lang viel Second Life zum Beispiel gemacht. Das ist jetzt ein bisschen wieder abgeebbt. Inzwischen ist es halt Twitter, Facebook hauptsächlich. Natürlich, wenn jetzt so Partizipationstools oder sowas aufkommen, dann probiert man die natürlich auch aus. Mhm. Aber so, ich denke mal hauptsächlich, wo Kommunikation stattfindet bei mir, wären so Facebook, Twitter, mein Blog natürlich. Ja. Was bedeutet denn für Sie der Begriff Partizipation? Ja, der ist ja sehr breit. Das ist ja das Problem bei diesem Begriff. Also gestern hatten wir ja irgendwie bei diesen Vorträgen, dann ging es da mehr um Abstimmung. Aber eigentlich beginnt es ja vorher. Also eigentlich, bevor das alles passiert, ist es für mich erstmal Transparenz. Das heißt, dass Politik oder wo auch immer das passiert, transparent werden muss, dass ich weiß, dass überhaupt was passiert und dass ich mich in ein Thema auch einarbeiten kann. Mhm. Weil das ist ja Grundvoraussetzung dafür, dass ich überhaupt was Schlaues dann dazu sagen kann. Das ist halt normalerweise sehr schwierig, das zu machen. Also bei Ratsinformationssystemen oder Ähnlichem ist es jetzt nicht unbedingt ganz so leicht, da durchzublicken. Was vielleicht beispielhaft war, das war vielleicht Stuttgart 21, die Schlichtungsübertragungen da, wo man wirklich ja bis ins Detail runter alles beleuchtet hat. Das fand ich eigentlich sehr gut. Habe noch nie so viel über die Bahn gelernt. Mhm. Kam vielleicht da ein bisschen zu spät, aber das würde ich mir halt generell so wünschen für die Themen, die halt so anstehen. Und darauf aufbauen kann man dann eben erstmal anfangen, Diskurs zu führen. Weil sonst sind ja immer Politiker, haben ja meist mehr Ahnung davon, die machen das 20 Jahre oder was auch immer, die kennen das Thema in- und auswendig. Wenn ich jetzt da neu dazu komme, dann mache ich wahrscheinlich erstmal dämliche Kommentare dazu. Und um das halt zu verhindern, wäre halt gut, wenn ich die Möglichkeit mich da einzuarbeiten. Genau, da komme ich schon gleich zu meiner nächsten Frage. Und zwar, als Form der Partizipation stehen Sie ja für die GMK-Camps. Ist ja eine Form der Mitteilung, des Kommunizierens. Welche Vorteile kann man daraus schöpfen? Also genau genommen sind es ja Barcamps. GMK-Camp ist jetzt sozusagen der Name, der jetzt hier verwandt worden ist. Also beim Barcamp ist es ja so, dass eben nicht so eine Frontalunterrichtssituation, nenne ich es mal, oder auch wenn es ein Podium da ist, ist ja trotzdem ähnlich, stattfindet, sondern es findet doch mehr Diskussion statt. Das Programm ist auch nicht vorher festgelegt, sondern die Leute, die da hinkommen, die sind alle gleichberechtigt, können alle ein Thema vorschlagen, müssen nicht unbedingt Ahnung davon haben, können auch sagen, ich will jetzt mehr wissen über, was weiß ich, Filterprogramme oder sowas, hier in dem Fall vielleicht, und können einfach eine Frage stellen. Und dann werden spontan am Morgen diese Sessions, so nennt man die dann, zusammengestellt, also einzelne Programmpunkte, die aber die Besucher selbst auswählen und selbst gestalten. Das ist halt alles sehr selbstorganisierend. Mhm. Und die sollen dann halt auch mehr so Diskussionsveranstaltungen sein und jetzt nicht so eben Vortragsstil, weil es ja schon meist so ist, dass eben nicht der da oben steht, der Einzige ist, der jetzt vom Thema Ahnung hat. Es gibt ja sicher noch viele Aspekte normalerweise, wo vielleicht Leute noch was beitragen können. Das haben wir auch hier gesehen bei manchem Vortrag. Mhm. Am Ende gab es ja schon noch Diskussionen, für die aber dann halt meist keine Zeit mehr da ist. Und das ist halt immer so ein bisschen schade. Ja, wir haben ja in den gestrigen Diskussionen auch das Thema Social Web angeschnitten. Wie stehen Sie zu dem Thema Social Web, zu der Nutzung von Social Webs? Das ist jetzt eine etwas breite Frage. Ja. Also da ich es nutze, bin ich schon mal dafür. Also ich sehe halt eine große Chance darin. Also wir hatten das Thema eben auch Bürgermedium in den Vorträgen. Ich sehe aber halt gerade Bürgermedium ja eher im Internet, weil es da eigentlich fast demokratischer ist, als jetzt halt, wenn man jetzt so einen Bürgerfunk macht. Das ist ja doch eher ein kleiner Kreis, der das machen kann. So viel Sendezeit hat man ja wahrscheinlich im Zweifel auch nicht, um jetzt alle zu bedienen, wenn jetzt irgendwie so ein Riesenansturm käme. Und das kann halt jeder selbst machen, unabhängig von irgendeinem Budget, was irgendein Land vielleicht zur Verfügung steht, was im Zweifel auch, wenn das Geld knapp wird, wieder weg ist. Und da hat halt jeder wirklich die Möglichkeit, heutzutage ein Sender zu werden. Mhm. Und kann im Zweifel auch von sehr vielen gehört werden. Also es kann ja auch durch Zufall passieren, man trifft den richtigen Ton, ist das richtige Thema zur richtigen Zeit und plötzlich macht's Peng und dann explodiert das. Muss nicht so sein, normalerweise nicht so, aber es kann halt passieren. Und das ist natürlich im Vergleich zu früher komplett ein anderes Vorgehen. Und ist auch, also in meinen Erachtens ja auch viel besser, weil man ja auch dann die Partizipation hat, weil da muss sich auch Politik wieder damit beschäftigen und man hat eine andere Ebene dann.
Ja, wir befinden uns ja hier gerade in diesem GMK-Forum. Was halten Sie denn von dieser Art der Präsentation, wie das hier durchgeführt wird beim GMK-Forum? Ja, was soll ich da jetzt so... Also es ist ja oft halt sehr, Impulse werden ja hier gebracht. Sie haben schon gesagt, es ist halt, wenn Referenten vorne stehen, oft für die Beteiligten, dass es ein passives Zuhören ist in dem Sinne. Ja, wie würden Sie es verändern? Sagen, Impulse, die sind mir halt manchmal doch zu lang. Das ist einfach die Sache. Also wenn ich eine Barcamp-Session mache, gebe ich ja auch ein Thema vor für die Session und dann habe ich vielleicht 2, 3 Folien, sag mal, worum es geht und dann diskutiert mal. Und das würde ich mir vielleicht hier auch ein bisschen mehr wünschen, dass man wirklich so kurzen Input gibt, irgendwie auch prägnant rübergebracht und dann eher in die Diskussion einsteigt. Und wenn dann nicht alle Leute auf dem gleichen Level sind, das ist ja eigentlich der Normalfall, dann kann man ja auch nachfragen, kann das dann im Gespräch klären, weil so ist es ja auch meist so, man geht immer von dem kleinsten Wissensstand aus, weil man ja vorher nicht weiß, wer kommt auch und wie der Wissensstand da ist und dann ist man erstmal eine halbe Stunde dran, da irgendwie alles nochmal zu erzählen, was vielleicht alle schon in den vorherigen Veranstaltungen auch schon mal alle gehört haben und da wäre es schöner, denke ich, wenn man eher guckt, wie sieht es aus, wenn man auch besser dokumentiert vielleicht, dass man sich das anlesen kann, was denn vorher passiert ist. Weil sonst kommt man ja auch schlecht weiter, wenn man immer dasselbe macht. Ja, das war es jetzt von meiner Seite schon mit meinen Fragen. Haben Sie noch irgendwas, was Sie jetzt gerne bei WebTV, Open WebTV veröffentlichen möchten oder aussprechen möchten aus Ihrer Sicht, was Ihr Anliegen ist im Moment? Also wenn, schreibe ich es auf meinem Blog, würde ich sagen, kann man unter mrtopf.de, mrtopf.de finden. Und wie gesagt, Themen sind Open Data, Open Government, Bürgerpartizipation. Also wenn, schreibe ich es halt da und da wird man sicher auch Zusammenfassung von den Sessions jetzt hier dann finden, oder zumindest Links dahin, was da passiert ist. Alles klar, Sie zu Hause haben es eben auch gehört. Googeln Sie einfach mal mrtopf.de. MRTPF. Genau. Und schalten Sie gleich wieder ein. Wir machen eine kurze Pause und sind spätestens ab 2:30 wieder für Sie da. Bis dann. Tschüss.